Also, 762, 411. So muss es aussehen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, Julian. Guck mal, Marina war sogar Beste. Ramses, 44. Ja, normalerweise wären das ja 144, ja? Wenn ich noch meine Punkte vom Zapdos hätte versenken können, ja, ist er Bescheid, oh, aber ist ja leider nicht so gewonnen. Hat es etwa schon angefangen? Nein, gut. Das sieht doch auf jeden Fall gut aus. Tyler spielt am meisten mit Lucario. Lucario habe ich nicht. Das, was ich vorhin bekommen habe, war ja Litomyth. Oh, ey, da fällt mir was ein. Dann müsste ich doch eigentlich jetzt das gelbe Ding frei gespielt haben, oder? Ja, Shinaya macht das aber einen großen Unterschied. Ob ich jetzt nochmal hätte punkten können oder nicht, hätte ich davon im Endeffekt mehr gehabt? Oder ist es egal? Hier bei Events müsste doch Zeroa-Mission. Guck dir das an. Durch die zwei letzten Matches 32 Wins, das heißt Zeroa. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ich kenne das Pokémon nicht. Ihr wisst, ich kenne immer nur Generation 1. Jetzt aber Zeroa erhalten. Nehmen wir mal mit. Unite-Lizenz dafür. Nahkampf-Sprinter. Ich glaube, das ist der allererste Sprinter, den ich habe. Ich habe bisher noch keinen Sprinter gehabt. Überall stehen die Aufgaben mit. Spiel so und so viele Matches mit einem Sprinter. Gewinn so und so viele Matches mit einem Sprinter. Habe ich noch nie geschafft. Aber der ist ja wirklich jetzt dafür, wenn man in den Jungle geht, oder? Dafür sind ja Sprinter. Die müssen ja Sprinter und so. Deswegen, ich war bisher noch nie im Jungle. Ich werde wahrscheinlich auch nicht in den Jungle gehen. Aber trotzdem schön, dass ich ein neues Vieh bekommen habe für meine. Ach, erhalte 7 Unite-Lizenzen. Da gibt es auch noch was zum Abholen. Das finde